Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei zwei Angriff der Goblins. Und ja, wir sind immer noch in irgendwelchen schneeigen Bergen unterwegs, dabei die Goblins aufzuhalten und zur Himmelswerkstatt zu kommen. Auch wenn unser Krieger findet, dass Fliegen mit dem Zeppelin unnatürlich ist. Okay, das hier ist... Genau. Geh einfach sterben. Na, das war nichts. Ja. Du lebst immer noch. Jetzt lebst du nicht mehr. Ups. Und unsere Diebin lebt auch nicht mehr. Aber gleich wieder. So. Wow. Und wieder tot. Ja, über die Stelle kommen wir doch auch noch drüber, oder? Ja, sind wir drüber gekommen. Vorbei an dem Kanonenfuzzi. Und das hier sieht auch nicht so... Aua. Gut aus. Lässt du mal nach? Okay, das zersäbelt sie. Ups. Alle mal wiederbeleben. Krach runter und komm wieder hoch. Genau. Oh, war knapp. Aber wir haben es geschafft. Au. Wow, knapp. Au. Wieder nicht gut. Aber ich glaube, jetzt versuchen wir mal auf die andere Seite zu kommen. Nein, hat nicht geklappt und ist wieder abgestürzt. Okay, zum Glück können wir am nächsten Checkpoint fortsetzen. Es wäre doch gelacht, wenn wir in unser Verderben springen. Ah. Hüpf, hüpf, hüpf. So, und jetzt... Endlich an dieser Stelle. Ja. Vorbei. Nein, das wird so irgendwie nichts. Ja, das war jetzt Skill. Nein, das war Glück. Okay, wenn das so weitergeht, versuche ich irgendwie anders über diese Stelle zu kommen. So. Geschafft. Vielleicht nicht so wie geplant. Okay. Hallo, Schneekugel. Nein, 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 nein. Oh, Menno. Das hat die Schneekugel hier alles kaputt gemacht. Nö. Nein, ich wollte es magnetisieren. Dann müsste ich es doch theoretisch da angreifen können, oder? Ja, kann ich. Okay. Okay, das bringt alles nichts. Das ganze Ding ist kaputt. Das heißt, wir müssen einfach hier unten lang.
durch Frosthöhlen. Oh, die sehen schön aus. Ich sagte, du sollst springen. Egal. Wieder belebt. Bloß da kommen jetzt ständig welche runtergerollt. Uah. Aua. Ja, da kommen definitiv ständig welche runtergerollt. So, Ansturm kaufen. Ich will an die Erfahrung ran, bitte. Danke. Ja, nein, ich will mich nicht zermatschen lassen. Seid gemeine Sadisten, wisst ihr das? Ihr Entwickler. Ah. Ich will da hoch. Komm schon. Schneeklotz. Danke. Okay. Hallo, du da oben. Was zur Hölle? Ups. So, jetzt du da oben. Glaubst du, ich schaff's nicht, da durchzuschießen? Stirb. Endlich. Was macht dieses Ding hier eigentlich? Oh, das fährt uns da rüber. Komm, ich sagte, das fährt uns da rüber. Bleibst du da? Na egal, ich lasse jetzt mal die Erfahrung da gut sein. Oh, du bist wieder aufgetaut. Aber ich kann dich immer noch einfrieren. So, und jetzt kann ich dich einfach in die Luft jagen. So. Kann ich das Gestell unter dir wegschießen? Ja, ich kann den ganzen Turm zum Einsturz bringen. Wow. Du bist aggressiv, Junge. Du musst mal, glaube ich, zu den anonymen, zur Aggressionskontrollgruppe, so. Nicht zu den anonymen Alkoholikern. So. Heilding, das müssen wir da irgendwie hoch. Ja. Komm, hau da kaputt. Oder auch nicht. Einfach mal den dicken Vorschlaghammer holen. So. Weg damit. Und jetzt dürften wir hier endlich hochkommen, oder? Ja, und da kommt unser Würmfreund mal wieder. Zurück, Teufelsbrut! Nummer 1 ist weg. Nummer 2. Ist auch weg. So. Und da sind schon wieder dicke Schneekugeln. Wollt ihr mich veralbern?
Die Erfahrung lasse ich mir jetzt aber nicht nehmen von dir, du Schneeklotz. So. Das sieht meiner an. Jetzt kommt gar keine Schneekugel mehr runter, weil ich sie blockiert habe. Aber ich komme an die große Erfahrung oben nicht dran. So, ändern wir mal ein bisschen das Ding hier. Jetzt kommt zwei hintereinander. Nein. So, dankeschön. Ja. Das war nicht so gut. Wiederbeleben. Und dann bitte wieder hochfahren. Ja, und diese Schwerelosigkeitssphäre hat nachgelassen. Wow. Okay, wir haben es hoch geschafft. Ach, nicht sowas schon wieder. Hey, wir können in Eiswasser schwimmen. Ich erfriere. Ja. Okay. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte keine Schwerelosigkeitskugel. Ich wollte eigentlich das da oben sprengen. So, genau. Weil ich eigentlich gehofft hatte, dass das Fass uns irgendwie hilft. Es hilft uns auch fast. Jetzt müsste ich nur noch das Ding da in die Luft jagen, um an das andere Fass zu kommen. Aber das bringt leider nichts. Achso, da ist die Schwerelosigkeitssphäre im Weg. Dann schieße ich die mal woanders hin. So. Oh, das hat sogar jetzt wirklich das Ding blockiert. Nein, ich will den Eisbogen haben. Genau, danke. Denn jetzt müsste ich theoretisch hier hochkommen. Aber nur rein theoretisch. Na komm. Schwerelosigkeit. Und jetzt ist das Fass da unten hervorgerollt. Ah, aber das brauchen wir eh, das Fass. Nämlich hier. Schwerelosigkeitssphäre gehen wir weg. Mist. Komm, geh mal weit weg. So, wo du niemanden nervst. Nein, das war auch nicht so gut. Das war aber jetzt richtig. Nein, das ist falsch. So, Schienen. Eine Lorenfahrt. Das wird jetzt sicherlich lustig, aber die machen wir erst in der nächsten Folge. Also bis gleich.